Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Paragraph 31 Jura Channel. Heute machen wir weiter mit einem Fall. Dieser Fall heißt der Durchsuchungsverweigerer und beinhaltet vor allem Schwerpunkte aus dem Deliktsrecht und dem Schuldrecht BT. Ich lese vor. Knut K. steht unter dringendem Tatverdacht, eine schwere Körperverletzung bei Opfer O. verursacht zu haben. Die Polizisten P. und Q. wollen den K. aus diesem Grund an seinem Wohnsitz festnehmen und in Untersuchungshaft stecken. Bei K. angekommen klingeln P. und Q. bei diesen. K. öffnet die Tür und als er die beiden Polizisten sieht, ergreift er schlagartig die Flucht. Er weiß hierbei, dass die Polizisten gekommen sind, um ihn festzunehmen. K. springt hierbei aus dem Fenster seiner Wohnung, welche sich im zweiten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses befindet. Die Polizisten P. und Q. springen dem K. nach. Der P. kommt dabei so unglücklich auf den Boden auf, dass er sich den Fuß bricht. Q. hingegen nimmt die Verfolgung des K. auf. Nach einigen hundert Metern läuft der K. in einen Park hinein, ein paar Meter hinter ihm der Q. Dieser aber sieht allerdings eine Schlammpfütze und rutscht darauf aus. Hierbei bricht er sich beide Arme. K. entkommt und setzt sich nach Polen ab. P. und Q. sind beide mehrere Wochen arbeitsunfähig. Und die Fallfrage: Haben P. und Q. Schadensersatzansprüche gegen den K.? Die Fallfrage wie immer bitte erst am Anfang lesen und danach am besten den Sachverhalt. Ja, also genau andersrum, wie ich es gerade gemacht habe. Wir haben jetzt hier drei wichtige Protagonisten. Das sind zum einen die zwei Polizisten P und Q. Die wollen den K festnehmen. Der K, der flieht, und P und Q erleiden auf der Flucht des K, indem sie diesen verfolgen, dann eben Verletzungen. Jetzt ist die Frage, ob P und Q hier Schadensersatzansprüche gegen den K haben. Und die erste Vorüberlegung, die wir anstellen sollten, ist, woraus sich etwaige Ansprüche der beiden Polizisten ergeben könnten. Und es gibt ja drei verschiedene Gruppen, aus denen eben ja, Ansprüche sich ergeben können im Zivilrecht. Das ist zum einen aus Vertrag, aus Vertrauen oder aus Gesetz. Ja, und man kann jetzt hier eigentlich relativ kurz formulieren, okay, P und Q haben selbstredend keinen Vertrag mit K geschlossen, sprich, Vertrag liegt nicht vor. Aus Vertrauen, also Culpa in Contraendo zum Beispiel, CIC liegt hier natürlich auch nicht vor, es lag hier keine Vertragsanbahnung oder sowas vor. Somit kommen wir zum Schluss, dass wir ja, einen Anspruch aus Gesetz prüfen müssen. Und selbstredend wäre das hier der Paragraph 823 Absatz 1 BGB. Andere Ansprüche sind jetzt hier erst einmal nicht ersichtlich. Ja, sprich, wir prüfen den Paragraphen 823 Absatz 1 BGB und wir fangen mit dem P an. Warum fangen wir mit dem P an? Weil in der Fallfrage der P zuerst genannt wird. Das heißt also, derjenige, der zuerst genannt wird, den sollten wir auch in den allermeisten Fällen zuerst prüfen. Obersatz P könnte über Paragraph 823 Absatz 1 BGB einen Anspruch auf Schadensersatz gegenüber dem K haben. Und wir sollten uns jetzt direkt einmal zum einen den Paragraphen 823 bis 1 BGB zusammen anschauen. Zum anderen sollten wir natürlich das Prüfungsschemata des Paragraphen 823 bis 1 BGB am besten auswendig können. Ja, und das haben wir jetzt hier rechts. Rechtsgutsverletzung, Handlung, haftungsbegründende Kausalität, Rechtswidrigkeit, Verschuldenschaden und die haftungsausfüllende Kausalität. Das sind 7 Punkte und die sollte eigentlich jeder von euch im Schlaf runterbeten können. Dementsprechend werde ich hier jetzt nicht weiter darauf eingehen, sondern direkt zum ersten Prüfungspunkt, nämlich der Rechtsgutsverletzung, übergehen. Es müsste also eine Rechtsgutsverletzung bei dem Polizisten, der den Anspruch eben durchsetzen möchte, eingetreten sein. Was kann alles eine Rechtsgutsverletzung sein? Das ist in Paragraph 823 Absatz 1 BGB normiert. Das können Verletzungen des Lebens sein, Körperverletzungen, Gesundheitsverletzungen, Eigentumsverletzungen, Verletzungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, des Besitzes. Das ist dort alles geregelt. Natürlich müssen wir das jetzt hier nicht alles detailliert auflisten in der Fallprüfung, sondern wir schreiben einfach ganz easy peasy und wirklich relativ schnell und zügig runter, dass der P sich den Fuß gebrochen hat und somit eine Körperverletzung und mithin eine Rechtsgutsverletzung gegeben ist. Ja. Fälle, in denen oder Prüfungspunkte, die völlig unproblematisch sind, bitte auch nicht problematisieren und noch nicht so viel zu schreiben. Ihr habt dann in der Klausur keine Zeit für, das heißt wirklich hier kurz und knackig hinschreiben, Gesundheitsverletzung
oder Körperverletzung in dem Falle und somit haben wir eine Rechtsfußverletzung. Ferner brauchen wir auch eine Handlung, das K in diesem Falle. Was ist eine Handlung? Eine Handlung ist jedes aktive Tun oder Unterlassen, welches ein Mensch mit seinem eigenen Willen beherrscht. Die Flucht des K stellt hier ein aktives Tun dar. Dieses beherrscht der K auch mit seinem eigenen Willen. Folglich haben wir auch eine Handlung. Jetzt kommt der wahrscheinlich der wichtigste Prüfungspunkt, nämlich die haftungsbegründende Kausalität. Das ist in den allermeisten Fällen auch der wichtigste Prüfungspunkt beim Paragraphen 823 Absatz 1 BGB. Es müsste also Kausalität zwischen der Handlung des K und der Rechtsgutsverletzung bei P gegeben sein. Wie bestimmen wir die Kausalität? Das kennen wir bereits aus dem Strafrecht und das gleiche gilt auch im Zivilrecht. Wir haben drei verschiedene Theorien, die wir am besten anwenden sollten. Das ist zum einen die Conditio sine qua non Formel, die Äquivalenztheorie, die Adäquanztheorie und der Schutzzweck der Norm. Meistens reicht es aus, wenn wir nur die Äquivalenztheorie anwenden, weil es dann meistens schon klar ist, dass die Kausalität gegeben ist. Was besagt die Äquivalenztheorie, die Conditio sine qua non Formel? Die besagt, dass jede Handlung kausal ist, wenn sie nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg oder der konkrete Erfolg entfallen würde. Wenn wir uns jetzt in diesem folgenden Fall die Flucht des K hinwegdenken würden, dann wäre es natürlich so, dass der P nicht aus dem Fenster gesprungen wäre und sich nicht den Fuß gebrochen hätte. Somit wäre eine Kausalität nach der Äquivalenztheorie gegeben. Auch nach der Adäquanztheorie wäre hier die Kausalität gegeben. Was besagt die Adäquanztheorie? Die besagt, dass eine Handlung dann kausal ist, wenn mit dem Erfolg nach der allgemeinen Lebenserfahrung zu rechnen war, beziehungsweise dieser nicht völlig außerhalb aller Wahrscheinlichkeiten lag. Ja, sprich, wenn der Erfolg außerhalb aller denkbaren Fälle liegt und außerhalb aller allgemeinen Lebenserfahrung liegt, dann liegt keine Kausalität vor. Aber wer aus einem Fenster springt, aus dem zweiten Stock, der muss damit rechnen, dass er sich eventuell Verletzungen zuzieht. Folglich ist jetzt hier der Beinbruch nicht außerhalb aller Lebenserfahrungen und somit wäre auch nach der Adäquanztheorie die Kausalität zu bejahen. Aber wir haben jetzt in diesem konkreten Fall, und das ist eine Fallgruppe, die wir uns merken müssen, bitte, das heißt jetzt bitte Ohren auf, da gibt es einen Sonderfall zu. Wir haben hier nämlich einen Fall der sogenannten Verfolgungsfälle. Ja. Bei Verfolgungsfällen ist es so, dass die Flucht des K hier nicht die konkrete Ursache für die Verletzung des P war, sondern was war die Ursache für die Verletzung des P? Der freiwillige Sprung von P, sprich nicht K, sondern P hat sich die Verletzung selber zugefügt. Sprich, wir haben ja ein eigenes selbstgefährdendes Verhalten oder Handeln und das Ganze nennt man Verfolgungsfall. Bei solchen Verfolgungsfällen gibt es zwei Punkte, die wir ansprechen müssen, um bejahen zu können, dass auch bei einem Verfolgungsfall Kausalität gegeben ist, ob das sozusagen dem Schädiger zugerechnet werden kann, der Schaden. Ja? Der Entschluss des Geschädigten muss aus einer billigenswerten Motivation herrühren, sprich in diesem Falle müssten wir schauen, okay, ist der Entschluss des P aus dem Fenster zu springen billigenswert? Und zweitens, darf die Rechtsgutsverletzung nicht aus einem normalen Lebensrisiko herrühren, sondern muss sich gerade aus dem gesteigerten Risiko durch die Verfolgung ergeben. Was heißt das? Das heißt, ganz kurz, P und Q natürlich auch, diesen aus dem Fenster gesprungen, um den K festzunehmen und um diesen zu verfolgen. Sprich, wir können zunächst mal festhalten, dass ein billigenswerter Grund für diesen Sprung aus dem Fenster gegeben ist. Das wäre Punkt 1. Punkt 2, dort müssen wir feststellen, ist jetzt, rührt jetzt hier diese Körperverletzung aus einem normalen Alltagsrisiko oder eben aus einem speziellen Risiko durch die Verfolgung. Und natürlich können wir hier sagen, okay, Alltagsrisiko, ich meine, welcher normale Mensch springt schon aus dem zweiten Stockwerk? Dementsprechend können wir sagen, dass hier der Fußbruch, der sich eben durch den Sprung aus dem Fenster ergibt, dann eben ein Risiko der Verfolgung hier gegeben ist. Und wir können hier das Verhalten und die Rechtsgutsverletzung des P dem K hier zurechnen.
Wenn jetzt der Polizist zum Beispiel aus dem 8. Stockwerk gesprungen wäre, dann könnten wir natürlich sagen, dass das Ganze eine unvernünftige Handlung gewesen wäre. Und dann wäre das Handeln des Polizisten natürlich nicht mehr dem K zuzurechnen, weil das natürlich Blödsinn ist, ja, aus dem 8. Stockwerk zu springen. Natürlich Blödsinn. Aus dem 2. Stockwerk hingegen ist es noch einigermaßen vertretbar und nachvollziehbar. Ja. Wobei man natürlich auch aus dem 2. Stockwerk schon mit Verletzungen rechnen kann. Dann müsste die Handlung des K hier auch rechtswidrig gewesen sein. Ja, es gibt hier keine Rechtfertigungsgründe, womit die Handlung des K rechtswidrig war. Der K müsste schuldhaft gehandelt haben. Schuldhaft handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig handelt. Fahrlässigkeit ist nach § 276 Satz 2 BGB, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. Und mit seinem Fluchtverhalten und seinem Sprung aus dem Fenster hat der K hier natürlich zumindest fahrlässig gehandelt. Das reicht ja in diesem Fall auch aus. Folglich können wir das Verschulden hier auch annehmen. Dem P ist auch ein Schaden entstanden nach § 823 Absatz 1 BGB. Ja, nämlich zumindest die Behandlungskosten. Und die Rechtsgutsverletzung, sprich die Körperverletzung, war hier auch kausal für den daraus resultierenden Schaden, nämlich für die Behandlungskosten, sprich wäre die Rechtsgutsverletzung nicht eingetreten, gäbe es auch keinen Schaden. Folglich haben wir auch die haftungsausfüllende Kausalität, die können wir hier auch bejahen. Falls sich der ein oder andere fragt, haftungsausfüllende, haftungsbegründende Kausalität, wo ist da der Unterschied? Bei der haftungsbegründenden Kausalität prüfen wir die Kausalität zwischen Handlung und Rechtsgutsverletzung. Und bei der haftungsausfüllenden Kausalität prüfen wir die Kausalität zwischen der Rechtsgutsverletzung und dem Schaden. Somit kommen wir hier zu dem Ergebnis, dass der P hier nach § 823 Absatz 1 BGB einen Anspruch auf Ersatz der Behandlungskosten von K hat. Eventuell könnten jetzt hier auch Schmerzensgeld verlangt werden nach § 253 Absatz 2 BGB, aber davon stand jetzt hier im Sachverhalt nichts. So, was ist jetzt mit dem Q? Ja, der Q könnte natürlich auch selbstredend einen Anspruch nach § 823 Absatz 1 BGB haben. Wir bräuchten auch hier eine Rechtsgutsverletzung. Ja, und auch hier können wir jetzt relativ schnell sagen, okay, Rechtsgutsverletzung liegt hier vor. Ja, der Q hat sich hier beide Arme gebrochen. Sprich, auch hier haben wir eine Körperverletzung oder eine Gesundheitsverletzung. Im Übrigen können wir jetzt hier wirklich relativ schnell die einzelnen Punkte durchgehen, weil wir das Ganze ja schon bei dem P geprüft haben. Auch in der Klausur bitte merken, wenn ihr etwas zum zweiten Mal prüft in ein und derselben Klausur, dann ist es so, dass ihr bitte beim zweiten Mal prüfen wirklich nur das Allernötigste dazu sagt und nicht jetzt jedes einzelne Tatbestandsmerkmal nochmal neu definiert. Selbstredend ist auch die Handlung des K gegeben mit der Flucht. Nun sind wir wieder bei der haftungsbegründenden Kausalität und auch hier müsste die Flucht des K auch wieder kausal für die Armbrüche bei Q gewesen sein. Nach der Äquivalenz- und der Adäquanztheorie wäre das hier auch wieder der Fall. Ja, sprich, wenn der K nicht geflüchtet wäre, hätte der Q sich nicht beide Arme gebrochen, weil er den K nicht verfolgt hätte, sondern direkt verhaftet hätte. Aber auch an dieser Stelle ist wieder auf den Verfolgungsfall abzustellen, sprich, wir brauchen wieder zwei zusätzliche Prüfungspunkte, die wir bejahen müssen, damit wir dem Schädiger die Rechtsgutsverletzung zurechnen können. Das ist zum einen wieder, dass der Entschluss des Geschädigten billigenswert sein muss, sprich einer billigenswerten Motivation herrühren muss und zweitens, dass die Rechtsgutsverletzung hier nicht aus einem normalen Lebensrisiko herrühren darf, sondern eben aus dem gesteigerten Risiko der Verfolgung. Die Motivation des Q ist hier genau wie die Motivation des P bereits, die Dienstpflicht den K festzunehmen, sprich wir haben hier eine billigenswerte Motivation, aber der Q, der rutscht ja in einer Schlammpfütze aus und man muss wirklich hier wirklich ganz klar sagen, das stellt eigentlich ein Alltagsrisiko dar, ja, sprich jedermann kann mal auf einer Schlammpfütze ausrutschen. Das rührt jetzt nicht aus der Verfolgung her, dass der Kuh jetzt hier auf der Schlammpfütze ausgerutscht ist und sich dann beide Arme gebrochen hat, sondern das ist wirklich ein Alltagsrisiko, was jeden treffen kann. Das ist nicht so wie beim P, der aus dem Fenster gesprungen ist, aus dem 2. Stockwerk. Das macht ja nicht mal ebenso jeder, das passiert ja nicht jedem. Dementsprechend können wir hier wirklich sagen, okay, normales Lebensrisiko und somit können wir die Gesundheitsverletzung des Kuh dem K hier nicht zurechnen. Ja, weil, wie gesagt, Alltagsrisiko auf einer Pfütze auszurutschen.
Und somit kommen wir dann zu dem Ergebnis, dass eben der Q im Vergleich zum P keinen Anspruch aus § 823 Absatz 1 BGB gegenüber dem K hat. Sprich, P hat einen Anspruch, Q hat keinen Anspruch aus § 823 Absatz 1 BGB. Falls noch irgendwelche Fragen zu diesem kurzen und knackigen Fall bestehen sollten, bitte schreibt es unten in die Kommentare rein. In den nächsten Tagen und Wochen werden weitere solcher Fälle folgen aus den verschiedensten Bereichen, aus den verschiedensten Jurabereichen besser gesagt. Und ihr dürft gespannt sein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, euer § 31.